Und zwar möchte ich euch jetzt erst einmal alle offiziell herzlich willkommen heißen zu unserer letzten deutschsprachigen Session beim letzten Tag des letzten News Impact Summit dieses Jahr. Wir sind quasi im Finale. Wenn ihr die Sessions gestern und vorgestern geschaut habt, dann kennt ihr mich auch schon. Ich bin Stella Volkenand vom European Journalism Center. Das ist die Organisation, die diese Eventreihe organisiert hat mit Unterstützung der Google News Initiative. Und nach den ganzen Talks in den letzten zwei Tagen sind, glaube ich, zwei Sachen klar. Und zwar erstens, dass Datenjournalismus wichtiger und gefragter ist denn je. Und zweitens, dass die Analyse von großen Datensammlungen vor allem viel Arbeit bedeutet. Vor allem für Journalisten, die nebenher ja noch tausend andere Jobs zu tun haben. Deswegen wollen wir euch in diesem Workshop ein Recherchetool von Google vorstellen, das euch hilft, große Datensammlungen zu analysieren und die Geschichten hinter den Zahlen zu finden. Und dafür freue ich mich sehr, dass ich Nadine Rabar bei mir habe. Hallo Nadine. Hallo Stella, viele Grüße aus Berlin an der Stelle. Nadine ist Teaching Fellow für Dach bei der Google News Initiative und hat vorher unter anderem bei Bento vom Spiegel gearbeitet. Und sie wird uns gleich durch die Session führen, aber vorher habe ich noch zwei ganz kurze Hinweise. Und zwar erstens werden wir am Ende wie immer eine kurze Q&A-Runde haben. Das heißt, falls ihr Fragen oder Anmerkungen oder Ideen habt oder wenn irgendwas unklar ist, schreibt es gerne die ganze Zeit schon in die Chatbox unter oder neben dem Video, je nachdem, wo ihr guckt. Wir sehen das und wir stellen dann Nadine hinterher die Fragen. Und wir haben bei dieser Session sowie beim ganzen Event und all unseren Events einen Code of Conduct mit ein paar groben Verhaltensregeln, um eine angenehme Atmosphäre zu sichern. Wir lassen keinerlei Belästigung zu. Und meine Kollegin Manette teilt dazu gleich ein Dokument mit euch im Chat. So, das waren meine 5 Cent dazu. Ich übergebe an Nadine und freue mich sehr auf die Session. Ja, Stella, ganz lieben Dank dir für die tolle Introduction. Ich freue mich natürlich auch sehr, heute Teil des News Impact Summit zu sein zum Thema Datenjournalismus. Du hast mich ja gerade schon super vorgestellt. Ich heiße Nadine Rabar und bin Google News Initiative Teaching Fellow. 5 lange Wörter, wenn man die häufig aussprechen muss. Das bedeutet, ich gebe im Dachbereich Trainings und Workshops zu verschiedenen redaktionellen Tools, die Ihnen hoffentlich das Arbeiten ein bisschen erleichtern. Genau, vielleicht switchen wir an der Stelle mal direkt auf meine Präsentation. Da habe ich nämlich, ja super, da habe ich nämlich auch alle interessanten Links nochmal hinterlegt. Heute sprechen wir, wie gesagt, über das Recherchetool Pinpoint. Ich werde Ihnen heute erläutern, wie man dieses Tool verwenden kann und was es da so für eine Bandbreite gibt. Falls Sie Fragen haben sollten, stellen Sie die, wie gesagt, gerne in den Kommentaren. Ist immer super, weil man dann auch direkt darauf eingehen kann. Sollte sich im Anschluss an das Training aber nochmal eine Frage bei Ihnen ergeben, schicken Sie mir gerne eine Mail an nadine@google.com. Ich antworte dann natürlich gerne nochmal drauf. Wenn Sie mögen, wir wissen alle, wer journalistisch schon mal gearbeitet hat, Twitter ist auf jeden Fall wichtig. Deswegen, wenn Sie mögen, folgen Sie mir auch gerne auf Twitter. Da erzähle ich auch immer oder weise darauf hin, welche Trainings und Workshops beispielsweise neu hinzugekommen sind. Und wenn Sie teilnehmen möchten, können Sie sich dann da beispielsweise gerne eintragen. Und wenn Sie mögen, ich habe auch einen Teaching Fellow Instagram Account, auf dem ich ebenfalls ein bisschen darüber berichte, was ich als Teaching Fellow mache. Also unter Nadine Rabar finden Sie mich da auch. Genau, so, soweit aber erstmal dazu. Heute, wie gesagt, dezidiert sprechen wir über das Tool Pinpoint. Bevor wir jetzt aber zu dem Tool an sich kommen, nochmal ein kleiner Ausblick über die Google News Initiative, zu der ich ja beispielsweise auch angehöre. Wir haben grundsätzlich das Ziel, dass wir die Zukunft des Journalismus stärken wollen. Und um das zu erreichen, haben wir 3 kleinere Unterziele, die wir erreichen möchten. Nämlich Qualitätsjournalismus hervorzuheben und zu stärken. Beispielsweise durch Trainings, wo ich Ihnen zeige, wie Sie verschiedene Tools verwenden können im Rahmen Ihrer Berichterstattung. Wir wollen Geschäftsmodelle für nachhaltiges Wachstum entwickeln.
Ich weiß nicht, ob Sie beispielsweise Subscribe with Google kennen. Das kommt da in diese Kategorie mit rein. Und zuletzt wollen wir Nachrichtenorganisationen bei der Nutzung neuer Technologien befähigen. Und eben heute dieses Beispiel Pinpoint passt da genau rein, denn bei Pinpoint wird ja mit Machine Learning gearbeitet, eine Technologie, die Sie vielleicht vorher im redaktionellen Kontext nicht gekannt haben. Und das Tool nutzt jetzt eben diese Technologie und macht sie quasi available für Sie im Newsroom. Deswegen, das passt dann da an der Stelle mit rein. Wie versuchen wir ansonsten, diese Ziele zu erreichen? Naja, indem wir beispielsweise Produkte lancieren, indem wir Partnerschaften eingehen und indem wir verschiedene Programme haben. Wenn Sie sich jetzt mal hier diesen ersten Teil, diese Produkte angucken, kennen Sie da vielleicht schon das ein oder andere Icon? Wenn ja, dann schreiben Sie es doch mal in den Chat rein. Das würde mich interessieren, ob Sie da vielleicht schon das ein oder andere Icon hier unten unter diesem blauen Reiter Produkte kennen. Und wenn ja, welche? Ja. Gibt es da vielleicht eins, was Ihnen bekannt vorkommt? Dieses rote beispielsweise, das haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Aha, da kommt, super. So, ich sehe gerade Google Trends, genau. Google Trends ist hier dieser kleine Pfeil, den Sie hier an der Stelle sehen. Dann YouTube wurde auch genannt, super, das ist der daneben tatsächlich. Der Google Play Store beispielsweise ist auch mit dabei. Vielen, vielen Dank, ich gucke gerade. Genau, das ist Google News ist auch mit dabei. Genau, also was Sie hier an der Stelle sehen können, ist, dass das natürlich ganz verschiedene Produkte sind, die jetzt auch, wie beispielsweise Google Trends, nicht ausschließlich für JournalistInnen nur gedacht sind. Also Google Trends kann ja jeder nutzen, kann aber beispielsweise bei der Berichterstattung sehr hilfreich sein, so ein Tool eben auch nutzen zu können oder YouTube oder andere Tools, die Sie hier sehen. Nichtsdestotrotz kann man die da natürlich schon mit reinzählen, weil die eben bei der journalistischen Berichterstattung hilfreich sein können. Kommen wir mal zum zweiten Punkt. Erstmal danke, dass Sie alle geantwortet haben. Kommen wir mal zum zweiten Punkt, zu den Partnerschaften. Da geht beispielsweise die Partnerschaft mit First Draft News mit rein. Das ist eine Organisation, die sich um ethische Richtlinien für Journalistinnen und Journalisten kümmert, wenn es um das Verifizieren von Inhalten aus dem Social Web geht. Also die geben Ihnen beispielsweise 5 Schritte, wie Sie vorgehen können, wenn Sie ein Bild verifizieren möchten. Es ist ganz hilfreich, wenn man da sich sonst nicht zu helfen weiß, noch keinen Kontakt mit dem Thema hatte, dann kann man da beispielsweise nochmal nachschauen. Also wirklich tolle Organisation. Ansonsten gibt es noch verschiedene Programme wie das Google News Lab oder die Google Innovation Challenges und das ja, vollendet quasi das ganze, die ganze Google News Initiative und alles, was da zu unseren Bestrebungen gehört. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist jetzt ein Punkt, der ein bisschen aktiver für Sie ist, denn wir haben ein Training Center, das Sie finden unter g.co/newstraining. Dort finden Sie mehr als 50 Kurse zu verschiedenen Themen, beispielsweise auch zu Datenjournalismus, aber auch zu Machine Learning oder zu Verifizierung oder einfach nur, wie man am besten Google nutzen kann, um an das beste Ergebnis zu kommen. Und das Praktische ist, dass man da wirklich Schritt für Schritt Anleitungen bekommt mit Bildern, wie man eben was weiß ich, eine Visualisierung bauen kann. Deswegen schauen Sie gerne mal auf g.co/newstraining vorbei. Sie müssen auch nicht bei Google angemeldet sein. Wenn Sie es sind, haben Sie den Vorteil, dass Sie sehen können, wie viel Fortschritt Sie schon gemacht haben oder ob vielleicht neues Training dazu gekommen ist. Aber schauen Sie sich da gerne mal selbst um. Ist auf jeden Fall ganz toll, um da eben neue Inhalte kennenzulernen oder neue Tools. So, bevor wir jetzt zu Pinpoint direkt kommen, habe ich eine kleine interaktive Challenge für Sie vorbereitet. Und zwar habe ich hier mit Google Jamboard ein Whiteboard sozusagen gebastelt, auf dem ich Sie gerne ein bisschen befragen würde. Ich zeige Ihnen einfach mal, wie das Ganze aussieht, damit Sie sich ungefähr vorstellen können, wovon ich hier spreche. Also, ich habe, wie gesagt, ein Whiteboard gebastelt. Das sieht wie folgt aus. Jamboard ist super zu nutzen, gerade wenn man eben remote arbeitet.
Und ich habe hier eine Frage tatsächlich an Sie, wo ich gerne hätte, dass Sie vielleicht mal eine Antwort stellen. Der Link wurde ja scheinbar schon gerade gepostet zum Jamport. Und zwar hätte ich gerne von Ihnen eine Antwort drauf, welche journalistischen Projekte, bei denen große Datensätze genutzt worden sind, fallen Ihnen denn gerade so ein? Und was Sie jetzt hier machen können, ist hier an der Stelle, wo ich gerade mit der Maus bin, da ist so ein kleines Feld mit so einem Post-it sozusagen. Und wenn Sie da draufklicken, können Sie da beispielsweise draufschreiben, was Ihnen eben zu dieser Frage einfällt. Deswegen, ich sage jetzt einfach mal Cum-Ex-Files. Hoppala. Zack. Kann hier auf Speichern gehen. Muss dann abbrechen, aber Cum-Ex-Files steht da jetzt ja schon. Und wenn Sie mögen, bitte ergänzen Sie doch einfach mal Ihre Antworten zu dieser Frage. Wie gesagt, Sie müssen hier auf dieses kleine Fältchen klicken und dann können Sie Ihre Antwort ergänzen und hier mit auf das Jamboard draufschreiben. Ich hoffe, es... Ah, da geht's schon los. Panama Papers, super, genau. Ich setze das mal hier unten hin. Murder Mysteries, vielen Dank. An den Koala. Vielleicht noch eins. Na? Ich sehe gerade, der anonyme Pinguin ist auch gerade mit hinzugekommen. Vielleicht haben wir noch ein Beispiel, was wir ergänzen können. Ah, Covid-19 sehe ich gerade. Covid-19, ja, okay, das würde ich jetzt nicht als journalistisches Projekt sagen, beziehungsweise bezeichnen, aber danke trotzdem für den Beitrag an der Stelle. Ja, wie gesagt, also, ne, Panama Papers, Murder Mysteries fallen da auf jeden Fall mit rein. Also da gibt es durchaus einige Projekte, die man da mit einbeziehen kann. Und was vereint natürlich diese ganzen Projekte, die eben mit sehr großen Recherchen verbunden sind? Natürlich wurden da auch enorme Mengen an Datensätzen durchsucht, beziehungsweise in diesen Datensätzen recherchiert, um dann nachher eben ein Ergebnis zu finden und eine Recherche zu präsentieren. So, deswegen vielen Dank Ihnen dafür, dass Sie mitgemacht haben. Wir switchen mal wieder rüber zur Präsentation. Wenn Sie mögen, können Sie da ruhig noch ein Post-it draufsetzen. Aber ich gehe jetzt einmal hier an der Stelle wieder zurück. Dankeschön, wie gesagt, dass Sie mitgemacht haben. Genau, denn wir kommen jetzt tatsächlich auch zum Topic of the Day und das ist Pinpoint, das Tool, über das wir heute sprechen wollen. Wie ich es gerade schon kurz gesagt habe, Qualitätsjournalismus entsteht durch lange Recherchen, die natürlich zeitintensive Arbeit mit sich bringen. Und das müssen halt unter anderem riesige Datensammlungen von Dokumenten, Bildern, Mailarchiven und Audioaufnahmen durchsucht werden. Und das ist natürlich sehr mühselig, wenn man das einzeln alles machen muss. Deswegen haben wir als Teil von Journalist Studio ein neues Tool vorgestellt und das ist Pinpoint. Und dieses Tool soll Ihnen als JournalistInnen mit der Leistungsfähigkeit der Google-Suche Ihre Recherche ein bisschen erleichtern und Sie unterstützen. Ich zeige Ihnen nachher auch, wie es funktioniert. Geben wir Ihnen mal erstmal den Überblick. Also, so wie auf diesem Computer hier, sieht Pinpoint auch aus. Pinpoint ist, wie gesagt, ein Recherchetool, mit dem Sie eine Sammlung von Dokumenten durchsuchen und analysieren können. Das heißt, Pinpoint hilft Ihnen dabei, hunderttausende Dokumente schneller zu sichten, indem die am häufigsten genannten Personen, Organisationen und Standorte automatisch identifiziert und organisiert werden in so einer Suchleiste. Das Ganze funktioniert mit Hilfe von Machine Learning, wie Sie es von der Google-Suche beispielsweise auch schon kennen. Sie finden Pinpoint unter g.co/pinpoint, können sich dort auch anmelden. Ich zeige Ihnen auch gleich nochmal auf der Seite, wie das aussieht. Aber damit Sie den Link schon mal gesehen haben, g.co/pinpoint is the place to be. Genau.
Also, Sie können Dokumente durchsuchen und das ziemlich schnell. Wie funktioniert das Ganze? Also, wie können wir anfangen? Sie gehen, wie gesagt, auf g.co/pinpoint und müssen sich dort mit Ihrem Google-Konto anmelden. Das Team von Pinpoint gibt Ihnen dann im Anschluss einen Zugang zum Tool, sodass Sie damit weiterarbeiten können. Es gibt dann zwei Optionen, wie Sie Daten beispielsweise in Pinpoint reinladen können. Nämlich einerseits, entweder Sie arbeiten mit Ihrem Google Drive und da haben Sie Ihre Dateien schon alle drin, laden dann die Dateien, wie gesagt, in Pinpoint rein, oder Sie machen das direkt von Ihrem Computer. Da gibt es also diese zwei Optionen. Pinpoint ruft dann die Daten aus den angegebenen Dateien und Ordnern ab und macht davon eine Sicherungskopie, sodass die Originaldateien von Ihnen unberührt bleiben. Also es ist eine kopierte Version, da wird sonst an Ihrem Originaldatensatz nichts passieren. Sollten Sie Google Drive verwenden, also mit Google Drive an der Stelle arbeiten, ist es so, dass Google Drive grundsätzlich 15 GB Speicherplatz hat. Da Redaktionen aber häufig natürlich mehr Speicher brauchen, um solche Recherchen anzustellen, geben wir Ihnen 100 GB bei der Anmeldung mit dazu. Und wenn Sie noch weiteren Speicherplatz benötigen, ist das natürlich auch möglich. Dann müssen Sie einfach nur eine Mail schicken, entweder an mich oder an pinpoint-support@google.com. Kann ich Ihnen auch gerne nochmal nachher schicken, sodass Sie dort weiteren Speicherplatz anfordern können, sagen wir so. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, okay, interessant, so kriege ich die Daten rein, aber welche sind denn da überhaupt möglich? Und da haben wir tatsächlich eine große Übersicht an Daten, die Sie dort einspeisen können. Natürlich PDFs, das ist kein Problem. Es gibt da eine Dateigrößenbeschränkung für PDFs. Also eine PDF kann maximal 1 GB groß sein. Mehr als 1 GB wird dann nicht mehr verarbeitet, aber das muss man ja auch erstmal schaffen, so eine große PDF da reinzuladen. Dann Word-Dokumente, man kann Slideshows wie PowerPoint-Präsentationen reinladen. Man hat die Option, verschiedene Bildformate, sogar TIFFs reinzuladen. Man kann mit E-Mails und E-Mail-Archiven arbeiten. Gerade in E-Mail-Archiven stecken ja häufig sehr interessante Informationen. Deswegen ist das natürlich auch sehr praktisch. Man kann mit Plaintext-Dateien arbeiten und zum Schluss auch Audiodateien in MP3, WAV oder FLAC-Form. Bei den Audiofiles muss ich dazu sagen, im Moment ist das nur auf Englisch verfügbar und auf Spanisch. Maximal 4 GB MP3 können Sie da beispielsweise reinladen. Wir arbeiten aber natürlich daran, dass wir das möglichst schnell updaten, damit man da auch deutsche Tondateien mit analysieren kann. Genau. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall schon mal eine große Übersicht an verschiedenen Dateiformaten, mit denen man da arbeiten kann. So, organisieren Sie Ihre Recherche mit Kollektionen. Also wie funktioniert Pinpoint? Wenn Sie Ihre Datensätze, Ihre Daten in das Tool reingeladen haben, können Sie Kollektionen erstellen. Das sind sozusagen kleine Unterordner, wo Sie dann eben diese Daten sortieren können. Das heißt, es sieht dann wie folgt aus. Sie haben hier so einen kleinen Reiter, da steht My Workspace und da können Sie dann eine private Kollektion erstellen. Da kann auch sonst niemand drauf zugreifen. Sie laden da Ihre Daten rein. Wenn Sie mögen, können Sie das dann später mit Ihren KollegInnen teilen, sodass Sie da beispielsweise auch drauf zugreifen können. Aber so an sich ist das erstmal Ihre Kollektion, an der Sie arbeiten können. Wenn Sie ein bisschen weiter runter scrollen, kommen Sie dann zu einer weiteren Datensammlung. Und zwar haben wir da schon ein paar Kollektionen reingestellt, sodass Sie da einfach mal austesten können, wie das mit verschiedenen Dateien beispielsweise funktioniert. Also zum Beispiel von der Washington Post gibt es ein paar, dann diese JFK Assassination Records. Also Sie haben da mehrere Datensätze, mit denen Sie auch erstmal ausprobieren können. Genau. Wie vorhin genannt, unterscheidet Pinpoint zwischen Person, Organisation und Orten. Das Ganze ist aufgelistet in so einer Seitenleiste, wie Sie es hier auch sehen können, also Filter Collection by People, by Organization und by Location. Und wie Sie sehen können, findet Pinpoint direkt heraus, wie häufig beispielsweise Amy Estrada in diesem Dokumentendatensatz, den Sie reingeladen haben, gefunden worden ist, also wie oft der Name vorkommt. Sie können aber natürlich auch nach Location hier an der Stelle gucken und das dann miteinander kombinieren. Also Sie können dann draufklicken und Pinpoint zieht Ihnen dann raus, wie häufig die Person genannt worden ist. Und dann können Sie durch das Dokument beispielsweise durchgehen, wird Ihnen auch angezeigt, wird, glaube ich, gleich nochmal klar, wenn ich es dann in Action auch zeige. Was Sie aber auch machen können, ist hier filtern, indem Sie die Suchleiste verwenden. Also Sie können auch einfach Begriffe eingeben, die Sie interessieren, und dann werden die Ihnen auch nochmal genauer angezeigt.
Wie ich es vorhin schon kurz genannt habe, ist es möglich, dass Sie mit Pinpoint beispielsweise auch kollaborieren, also dass Sie Ihre KollegInnen beispielsweise einladen und sich so die gemeinsame Arbeit erleichtern können. Das heißt, es ist kein Problem, dass Sie dann eine Kollektion auch zu zweit, zu dritt, zu viert beispielsweise bearbeiten und dann eben sich die Arbeit teilen können. So. Jetzt habe ich Ihnen theoretisch schon einiges erläutert, aber ich würde sagen, wir schauen uns das Tool jetzt einfach mal in Aktion an. Und dazu habe ich mir ein Beispiel überlegt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie möchten gerne über das Coronavirus berichten. Und es gibt tatsächlich auf der Website des Bundestages eine Dokumentensammlung, die Ihnen komplett alle Bundestagsprotokolle und Beschlüsse rund um die Corona-Pandemie in Deutschland anzeigt. Das sind alles PDF-Dateien, die Sie natürlich kostenfrei runterladen können und die frei verfügbar sind. Und stellen wir uns vor, wir wollen diese Dokumente für unsere Recherche jetzt hier verwenden. Wir gehen einfach mal auf die Seite drauf, damit Sie sich das auch ein bisschen besser vorstellen können. Also, Sie finden hier, wie gesagt, Parlamentsmaterialien zur Corona-Pandemie. Und wenn wir jetzt hier mal scrollen, wir sehen, das geht hier 2013 los mit einem Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz. Scroll, scroll, scroll. Also das sind wirklich einige Dateien. Ich glaube 716, wenn ich mich nicht irre. Und mit diesen Dateien wollen Sie jetzt hier weiterarbeiten. Was Sie natürlich machen können, ist jede einzelne PDF runterladen. Aber das ist natürlich super viel Arbeit und sehr mühselig. Vielleicht haben Sie auch ein Skript, mit dem Sie an der Stelle arbeiten können. Falls Sie das aber nicht haben und falls Sie noch ein bisschen unerfahrener sind, kann ich Ihnen eine Option vorstellen, und zwar mit Hilfe eines Programmes und einem Befehl. Wie gesagt, das kann ja nicht jeder, aber es gibt mittlerweile auch Scraping-Tools, wie hier gezeigt, die es einem erleichtern, viele PDFs auf einmal herunterzuladen. Hier sieht man zum Beispiel zwei Google Chrome Add-ons, den Simple Math Downloader, den habe ich beispielsweise auch schon verwendet, oder Batchlink Downloader, und die ermöglichen es einem, die erkennen quasi, wo eine PDF auf der Seite ist, und dann laden die einem das runter. Wenn Sie also da noch keine Erfahrung mitgemacht haben, wie man mit einem Skript beispielsweise solche Seiten oder Daten bekommt, können Sie das mal ausprobieren. So, also Sie haben jetzt diese ganzen Daten von der Seite heruntergeladen und wollen jetzt damit weiterarbeiten. Dann gehen wir jetzt mal in Pinpoint auch rein. So sieht das Ganze aus, wenn Sie angemeldet sind. Wie gesagt, g.co/pinpoint. Und schauen wir uns erstmal die Seite an der Stelle jetzt an. Hier oben ist mein eigener Workspace. Das heißt, hier kann ich Sachen ergänzen. Das sind jetzt schon ein paar Kollektionen, die ich erstellt habe. Und wenn ich jetzt hier auf Create a New Private Collection klicke, kann ich auch eine neue anlegen. Scrollen wir mal runter. Und hier geht dann die Explore Collection los. Hier finden Sie dann, wie gesagt, die vorgegebenen Kollektionen, mit denen Sie dann auch weiterarbeiten können. Also, wie gesagt, von den JFK Assassination Records, da kommen wir auch später nochmal drauf, bis zu den FBI-Files on Ronald Reagan, können Sie sich da gerne mal durchklicken und sich anschauen, wie das Ganze funktioniert. So, sagen wir jetzt, wir haben unseren Datensatz vom Deutschen Bundestag runtergeladen und wollen damit gerne weiterarbeiten. Dann erstelle ich hier jetzt erstmal eine neue Kollektion und nenne die Parlamentsmaterialien Corona Stand November 2020. Hier auf Create. Und dann wird man schon direkt in die Kollektion reingebracht. Was ich jetzt hier machen kann, ist eben, wie gesagt, entweder hier die verschiedenen Dateiformate nochmal mir anschauen und überlegen, was will ich reinladen. Hier kann man auch nochmal auf diese Plus 4 klicken. Und dann geht nochmal so ein Fenster auf mit den File Types, die Sie da reinladen können. Und dann haben Sie, wie gesagt, die Option, mit Drive zu arbeiten oder mit Ihrem Computer. Ich gehe jetzt mal über meinen Computer an der Stelle und kann dann hier entweder direkt über Drag and Drop Dateien reinziehen oder eben hier auf mein Device klicken. Und hier sehen Sie schon verschiedene Beispiele von diesen Dateien, mit denen ich gearbeitet habe, beziehungsweise von diesen parlamentarischen Dateien zum Coronavirus. Ich lade jetzt mal nur eine PDF rein. Sie könnten auch direkt alle reinziehen. Das dauert aber ein bisschen länger. Und da wir ja heute das zeigen wollen, wie es funktioniert, mache ich das mal nur beispielhaft. Jetzt wird das hochgeladen. Hier unten sehen Sie dann den Status. Und gleich müsste dann die PDF hier auch auftauchen. Je nach Dateigröße dauert das länger oder kürzer. Kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. So, und jetzt ist unsere Datei hier drinne. Wir können die jetzt aufrufen und sehen dann einfach die PDF, die wir da gerade reingezogen haben.
Und hier an der Seite, wie gesagt, haben Sie jetzt die Filter Collection, also was wiedererkannt worden ist von Pinpoint. Hier sieht man, Anton Friesen wurde wiedererkannt, Armin Paul Hampel und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Organisationen, die wiedererkannt worden sind und hier die Locations. Und je nachdem können Sie dann jetzt hier weiterarbeiten und die Sachen dann miteinander kombinieren, die Sie interessieren. Da ich gerne ein Beispiel zeigen möchte aus einer größeren Collection, wechseln wir hier mal rüber. Und sagen, okay, wir gehen jetzt hier auf die Parlamentsmaterialien zum Coronavirus. Das sind nämlich alle 716, genau, hier steht auch 716, mit denen Sie dann weiterarbeiten können. Und da sehen Sie dann auch hier, okay, hier stehen auf jeden Fall mehr Namen beispielsweise und die wurden auch öfter gefunden. Hier haben wir die Organisationen an dieser Stelle, die genannt worden sind und hier die ganzen Locations. So, machen wir doch einfach mal ein Beispiel, damit Sie sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen können. Sagen wir zum Beispiel, wir wollen hier oben die Suchleiste zuerst verwenden und sagen jetzt hier, guck doch mal bitte nach dem Begriff Coronavirus. Können Sie jetzt hier draufklicken? Und dann markiert Ihnen Pinpoint jede Stelle in diesen Dokumenten, wo das Wort Coronavirus gefunden worden ist. Das heißt hier, das ist dann so türkis unterlegt, hier kann man das sehen. Und was Sie ebenfalls sehen können, ist, dass Pinpoint verstanden hat, dass Covid auch das Coronavirus bedeutet. Das heißt, synonyme Begriffe werden hier ebenfalls mit angezeigt. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal auf das erste Dokument drauf, damit Sie das ein bisschen besser verstehen können oder nachvollziehen können. Denn jetzt sehen Sie hier direkt, hier wurde Coronavirus gefunden und alles, was so türkisgrün schraffiert worden ist, bezieht sich auch auf den Begriff, den wir hier gesucht haben. Was wir jetzt hier machen können, ist, man sieht hier, zwei von 117 Menschen in diesem PDF wurden gefunden. Das heißt, wir können uns jetzt durch die einzelnen Menschen klicken, können jetzt hier auf diesen Pfeil drauf gehen. Und dann klicken wir uns durch das Dokument und sehen, wo überall Covid-19, Coronavirus und so weiter gefunden worden ist. Was Sie aber auch machen können, ist, Sie können durch die Dokumente durchskippen. Also wenn Sie mit diesem Dokument, wenn Sie das nicht weiter interessiert, können Sie auch aufs nächste zugreifen, wo dieser Begriff gefunden worden ist. Das machen Sie, indem Sie auf diesen Pfeil hier klicken. Und dann sehen Sie alle weiteren Funde. Genau. Also das erstmal zur Suchleiste. So kann man die hier verwenden und damit weiterarbeiten. Was Sie aber natürlich auch machen können, ist, wenn Sie das rausgenommen haben, können Sie hier nach den verschiedenen Leuten beispielsweise gucken. Sagen wir zum Beispiel mal, wir wollen zum Beispiel gucken nach Christian Drosten. Dann können Sie entweder hier durchscrollen oder direkt draufklicken. Ich sehe ihn aber jetzt gerade noch nicht. Deswegen sage ich Christian und hier sieht man Drosten. Den klicke ich jetzt an. Und von 716 Dateien wurde jetzt das Ganze runtergeschrumpft auf 3. Sagen wir, okay, Christian Drosten wurde jetzt hier gefunden. Ich möchte aber noch einen Ort hinzufügen und sage jetzt hier bei Show More, da klicke ich mal drauf, bei Organizations. Ah, nee, bei Locations war es, Verzeihung. Und hier sehe ich schon, Charité wird hier angegeben. Ich möchte also das mit Christian Drosten kombinieren, klicke da jetzt drauf. Und dann sieht man alle Stellen, wo eben Christian Drosten im Zusammenhang mit der Berliner Charité genannt worden ist. Und kann sich dann hier dann ebenfalls durchklicken. Ja, also das würde beispielsweise ebenfalls funktionieren. Genau, sagen wir, also soweit dazu, wie Sie hier diese Leiste verwenden können. Sagen wir zum Beispiel, Sie haben noch einen anderen Begriff, zum Beispiel, Sie wissen, es gab eine Pflegeprämie für Pflegekräfte, aber Sie wissen nicht mehr genau, wann wurde das denn beschlossen. Das heißt, Sie wollen gerne gucken, okay, wann war das denn? Dann können Sie beispielsweise eingeben, Pflegekräfteprämie und dann auf Enter. Und dann sucht Ihnen Pinpoint die Stelle raus. Gehen wir hier mal drauf. Und dann sehen Sie hier, aha, das ist scheinbar die Erklärung, die damals gegeben worden ist. Wir können noch ein bisschen hochscrollen. Bis zum Ende des Dokuments. Beziehungsweise, das ist ja der Entwurf. Und hier sehen Sie dann auf jeden Fall, okay, es war die Drucksache 1922-126 und da ging es eben darum, was für eine Prämie denn ausgezahlt werden soll an Pflegekräfte
können das dann eben nochmal nachvollziehen und können dann gucken, okay, was wurde denn da überhaupt beschlossen? Genau. Okay, soweit zu dieser Kollektion. Ich denke, das Prinzip ist ganz gut klar geworden. Was wir auch noch machen können, ist, wir können auch, oder Pinpoint erkennt auch Schriftzüge auf Bildern. Deswegen mal ein anderes Beispiel, gehen wir in eine ganz andere Richtung. Ich habe hier eine Datensammlung zur NBA. Die machen wir jetzt mal auf. Und dann gebe ich hier einfach mal ein San Francisco. Und da sieht man, okay, das wurde auf jeden Fall in mehreren Dokumenten hier wiedergefunden. Klicke jetzt hier auf dieses. Und da sieht man, das ist, ich weiß nicht, ob Sie Basketball gucken, aber das ist der NBA-Spieler Steph Curry, der für die Golden State Warriors spielt. Und auf seinem Jersey steht San Francisco drauf. Deswegen hat Backlight das auch wiedererkennen können und hat mir das jetzt an der Stelle auch mit angezeigt. Zu dem Mundschutz ganz kurz für Sie zur Info, der macht das irgendwie immer, dass er seinen Mundschutz mal zwischendrin aus dem Mund raushängen lässt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, an der Stelle, Backlight hat super erkannt, dass hier eben San Francisco auf seinem Shirt steht. Also mit Bildern funktioniert es auch. Was ebenfalls funktioniert, ist Handschrift. Das heißt, auch wenn Sie handschriftliche Notizen reinladen in Backlight, wird das Ihnen dann anzeigen, den gesuchten Begriff. Deswegen gehen wir hier mal nochmal in die JFK Assassination Records. Das sind über 30.000, fast 31.000. Und geben jetzt hier einfach mal JFK als Person ein. Das können wir hier bei den Leuten noch auswählen. Hat das Ganze schon runtergekocht auf 18.000 ungefähr. Und dann sagen wir, wir suchen nach Phyllis Ruby. Das wurde auch tatsächlich wiedergefunden. Öffnen das einfach mal. Und da sehen wir auch handschriftliche Notizen, beziehungsweise wenn Dokumente ausgefüllt worden sind und Namen eben nachvollziehbar gemacht worden sind, da kann man hier dann draufklicken und sich hier durchklicken und sehen, in welchem Kontext denn hier das genannt worden ist. Genau. Okay. So viel zur Handschrift. Wie gesagt, funktioniert auch. Ich habe es selber schon mal mit meinen eigenen Notizen versucht. Das geht tatsächlich auch sehr gut. Also wenn man sehr schlecht schreibt oder sehr schwierig schreibt, dann ist es natürlich für Pinpoint auch nicht mehr so einfach. Aber wenn man ein einigermaßen sauberes Dokument hat, dann geht das schon. Okay, so kommen wir jetzt zum letzten Teil, den ich Ihnen gerne an der Stelle zeigen möchte. Und zwar Audio-Files gehen natürlich auch. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe die Town Halls, wenn wir uns zurückerinnern an die US-Wahl, die Town Halls von Donald Trump und Joe Biden habe ich hier reingeladen in Pinpoint. Und was Pinpoint dann gemacht hat, ist das ganze Gespräch transkribiert, sodass man genau nachvollziehen kann, was dann an welcher Stelle gesagt worden ist und wer auch genannt worden ist. Deswegen gehen wir hier einfach mal drauf. Das sind zwei MP3-Dateien, wenn ich mich nicht irre. Genau. Hier sehen wir das Transkript von Donald Trump, das lief auf NBC. Und hier sehen wir das Transkript von Joe Biden, das lief auf ABC. Und was wir jetzt hier sehen können, das sind wie gesagt MP3-Dateien. Wir öffnen einfach mal das eine. Ist, dass man hier ein komplettes transkribiertes Interview hat. Man kann auch nochmal hören, an welcher Stelle denn was gesagt worden ist. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt hören. Ich glaube nicht. Ich glaube, dafür muss ich kurz meine Kopfhörer ausmachen. So, jetzt könnte es eventuell klappen. Ich mache einfach mal hier die Passage an. With just 19 days to go, the president makes his case. My goal is to fight for you and fight for your family. So. Okay, ich glaube, das haben Sie hoffentlich hören können. Ich aktiviere hier mal wieder meine Kopfhörer. Jetzt müssten Sie mich auch wieder über meine Kopfhörer hoffentlich hören. Also wie Sie sehen können, man hat hier wirklich ein komplettes transkribiertes Dokument, mit dem man dann weiterarbeiten kann. Und gerade natürlich, wenn man jetzt so zwei Town Halls hat, ist es ganz interessant, was hat denn der eine zum Thema gesagt und was hat der andere zu einem Thema gesagt. Deswegen sagen wir jetzt zum Beispiel, in diesem Gespräch ging es vor allem auch um das Coronavirus, was natürlich in den USA sehr stark grassiert. Sagen wir jetzt aber einfach mal, wo haben die beiden Europa genannt und in welchem Kontext?
und geben jetzt hier ein einfach Europe, können das hier bei Locations auch beispielsweise auswählen. Und dann sieht man die Stellen, wo die beiden eben auf Europa eingegangen sind. Gehen wir hier mal auf Joe Biden und sehen dann hier, aha, er hat Europa im Rahmen von Corona natürlich auch nochmal genannt, beziehungsweise wie die europäischen Länder mit der Pandemie umgegangen sind. Kann man jetzt auch hier dann direkt nachhören, kann damit dann weiterarbeiten. Und dann, wenn man es vergleichen möchte mit Präsident Trump, kann man dann hier ebenfalls sehen, aha, okay, es geht hier ebenfalls ums Coronavirus und in dem Kontext wurde dann eben Europa genannt. Man kann hier, wie gesagt, dann auch zwischen den Menschen durchklicken und das dann nochmal sich ein bisschen erleichtern, das zusammenzufassen, was er denn in dem Kontext gesagt hat. Genau. Wenn Sie jetzt sagen, okay, diese Kollektion würde ich gerne mit einer anderen Person bearbeiten, dann haben Sie die Option hier, an der Stelle, an diesem kleinen Share-Button mit dem Schloss, das ist so blau, drauf zu klicken und zu sagen, ich würde das gerne mit jemandem teilen. Sagen wir jetzt einfach an Nadine, genau, nadine@google.com. Möchte ich gerne teilen mit der Person. Soll die Person sich das anschauen können oder da mitarbeiten können? Können Sie dann auch noch einstellen, können dann hier auf Save gehen. Und dann kann die Person ebenfalls auf ihre Kollektion zugreifen und kann die gemeinsam mit ihnen bearbeiten. Also sehr praktisch, wenn man gemeinsam kollaborieren möchte. Okay, soweit dazu. Kommen wir jetzt zum Thema Berichten mit Pinpoint. Und ein Beispiel möchte ich Ihnen da gerne zeigen. Das ist tatsächlich auch ein Video. Deswegen an der Stelle gerne Mats ab. The biggest challenge for reporting, honestly, is time, right? It's really difficult to say no when somebody wants you to look into something that you believe is important, but you just don't have the time to do it. My colleague Tricia Nadolny and I were asked to handle investigations relating to social services during the pandemic. Our focus really became largely about nursing homes during that time period. We requested records from all 50 states, and I uploaded them into Pinpoint. Pretty much immediately, when you upload documents and that side populates with the list of names that are included or places that are included, you can kind of very quickly get an idea of what is in there. We compiled that into a database that we then analyzed and provided to the public. For the first time, some families were able to look up their loved one's assisted living facility and see whether there had been a case, because in some states and in some counties, facilities were not communicating directly with families in a way where they felt like they understood what was going on. In terms of investigative journalism, our job is to expose wrongdoing, to shed light on something that's going wrong in the hopes that maybe it can go in a better direction. Für die Videoschalte an der Stelle. Genau, also Sie haben jetzt gerade schon ein Beispiel gesehen, wie man Pinpoint nutzen kann aus dem US-amerikanischen Bereich. Ich habe jetzt noch ein paar weitere Beispiele, anhand denen ich Ihnen gerne erklären möchte, wie man Pinpoint nutzen kann. Ein Beispiel sehen Sie hier, das ist Maria Ressa, die Sie bestimmt kennen. Maria Ressa ist die Gründerin und Chefredakteurin von Rappler Online. Maria Ressa ist bekannt für ihre investigativen Recherchen und war auch fast 2 Jahrzehnte lang als leitende Investigativreporterin für CNN International in Südostasien tätig. Und Maria Ressa nutzt eben auch Pinpoint. So hat sie beispielsweise mit Hilfe von Pinpoint 13.000 Dokumente durchgescannt und anschließend konnte sie mit Hilfe des Tools Artikel zur Korruption des ehemaligen philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos verfassen. Das hat ihr wirklich gut geholfen. Maria Ressa hat auch eine große Menge ihrer eigenen handgeschriebenen und getippten Notizen hochgeladen, um sie eben leichter durchsuchen zu können. Also so kann man beispielsweise mit Pinpoint arbeiten. Ein weiteres Beispiel sehen Sie hier, das ist vom Boston Globe. Die haben eine Recherche gemacht mit Hilfe von Pinpoint
Und haben herausgefunden, dass die Bostoner Polizei sich in den ersten 5 Monaten des Jahres 2020 mit militärischem Equipment eingedeckt hat und dazu $200.000 ausgegeben hat. Mit Hintergrund der Black Lives Matter-Proteste und so weiter gab es da natürlich ein erhöhtes öffentliches Interesse an dieser Investition. Und hier hat der Boston Globe vor allem mit Pinpoint gearbeitet. Die haben hunderte Dokumente ausgewertet, die qualitativ auch nicht so gut reinkopiert waren. Also die hatten wirklich auch Probleme grundsätzlich mit den Dokumenten, aber mit Pinpoint haben sie es geschafft, damit besser arbeiten zu können. Ein anderes Beispiel sehen Sie hier. Die Washington Post nutzt Pinpoint auch. Und unter anderem ist ein Beispiel entstanden, wo sich die RedakteurInnen den Report des ehemaligen FBI-Direktors und Sonderermittlers Robert Mueller angeschaut haben. Robert Mueller hat ja untersucht, inwieweit das Wahlkampfteam vom US-Präsidenten Donald Trump im Jahr 2016 Kontakt zu russischen Geheimdiensten hatte, um die Wahl zu manipulieren. Und diesen Mueller-Report haben die RedakteurInnen in Pinpoint geladen und im Anschluss während der Anhörung zum Fall die Aussagen aus dem Report mit denen, die live getätigt worden sind, verglichen. Also die haben es dann wirklich auch akut genutzt in dem Moment und konnten dann damit besser vergleichen. Dieses Beispiel hier ist ganz interessant in Bezug auf die nahenden Feiertage auch, denn manchmal braucht man ja was, was man vorher produziert hat, sodass man das gut platzieren kann an eben solchen Tagen, wo nicht so viel los ist. Es zeigt, man sieht jetzt hier eine Recherche der Baltimore Sun, hier hat sich ein Reporter anlässlich des Martin Luther King Days angeschaut, wie die Beziehung von Martin Luther King zur Stadt Baltimore ausgesehen hat und dazu hat er 15.000 Dokumente mit Hilfe von Pinpoint durchforstet und konnte sich so die Recherche erleichtern. Hier noch ein Beispiel aus Mexiko. Und zwar hat sich das Medium, das Recherchekollektiv Verificado, die täglichen Corona-Briefings und Referenzprotokolle des mexikanischen Präsidenten angehört, um die Fakten darin zu überprüfen. Also es waren Audiodateien. Die haben sie dann in Pinpoint geladen, haben das Audiotranskript der Regierungserklärung angeschaut und mit den Live-Aufnahmen verglichen, konnten dann so Unterschiede feststellen und eine Story dazu verfassen. Und zuletzt vielleicht für Sie als Hinweis, Elliot Higgins vom investigativen Recherchekollektiv Bellingcat hat kürzlich getwittert, dass er Journalist Studio bzw. Pinpoint auch nutzt, beispielsweise zur Recherche rund um den Einsatz chemischer Waffen in Syrien. Bellingcat ist ja sehr bekannt für seine Recherchen, werden Sie bestimmt auch kennen. Die haben beispielsweise zum Absturz des Flugzeugs MH17 einen Report veröffentlicht und kooperieren mit vielen namhaften Redaktionen. Also die nutzen beispielsweise Pinpoint an der Stelle ebenfalls. So, damit Sie, wenn Sie Fragen haben sollten, die Sie gerne erstmal selber lösen möchten, das auch tun können, ganz unten bei Pinpoint finden Sie auch ein FAQ. Ich zeige es Ihnen einfach nochmal direkt. Und zwar, ich bin jetzt gerade hier in der Kollektion auch noch drin und hier an dieser Stelle links unten finden Sie so einen FAQ-Button. Da können Sie auch draufklicken und dann kommen Sie direkt drauf und können dann hier beispielsweise sehen, what file types are supported und so weiter und so fort. Können sich also hier nochmal durchklicken. Und hier gibt es auch einen Getting Started Guide, mit dem Sie dann auch arbeiten können. Öffnen wir den mal. Da wird alles auch nochmal genauer erklärt, sodass Sie sich hier nochmal Anregungen holen können und Ihre Frage vielleicht auch hier beantwortet werden kann. Ansonsten, wie gesagt, können Sie mir auch gerne Fragen stellen. Aber das FAQ wollte ich Ihnen auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und zum Schluss nochmal der Hinweis, Pinpoint ist, wie gesagt, gelauncht worden im Rahmen von Journalist Studio. Das ist vielleicht für Sie interessant, denn hier haben Sie eine komplette Übersicht über Tools von Google, die Ihnen eben bei Ihrer Berichterstattung helfen können. Sie finden Journalist Studio unter journaliststudio.google.com. Sieht man jetzt hier oben auch nochmal an der Stelle. Und da hat man eine super Übersicht über eben verschiedene Tools für Reporter. Hier unten geht's los. Kann dann halt sehen, Google Trends, Public Data Explorer, Pinpoint ist ja auch mit dabei, Outline. Also schauen Sie sich da gerne mal um. Ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man alles an einem Ort hat. Okay, das war es erstmal von meiner Präsentation. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde jetzt einfach mal die Fragerunde öffnen an der Stelle. Genau.
Vielen Dank erstmal für die Präsentation. Ich glaube, das war super praktisch und das kann man sich wahrscheinlich hinterher nochmal angucken, weil man sich selber eingeloggt hat und dann alles nachverfolgen. Christina hatte jetzt eine Frage zu dem Audio-Tool. Genau, in welchen Sprachen das funktioniert? Genau, das Audio-Tool funktioniert auf Englisch und auf Spanisch im Moment. Wir arbeiten aber natürlich dran, dass es möglichst bald auch noch in weiteren Sprachen verfügbar ist. Das macht Sinn. Ansonsten sind hier bisher keine Fragen im Chat. Klingt okay. Als wäre es selbsterklärend, beziehungsweise kann ich mir auch vorstellen, dass die Fragen dann kommen, wenn man sich selber durchklickt. Das ist ja meistens so bei neuen Tools. Meistens so. Am besten ist es auch immer, wenn man es selber ausprobiert und austestet und dann einfach mal selber damit arbeitet. Ja, Christina hat jetzt gerade wahrscheinlich gerade ausprobiert. Kann es sein, dass es auf Mac nicht funktioniert? Doch, auf Mac funktioniert es auch. Ich habe es ja auch auf meinem MacBook drauf. Also damit funktioniert das auf jeden Fall. Haben Sie, also wenn Sie auf g.co/pinpoint gehen, müssen Sie sich anmelden und dann im Anschluss kriegen Sie darauf Zugriff. Genau. Okay, super. Ich glaube, das war es dann mit der Fragerunde fürs Erste. Vielleicht kommen ja gleich noch ein paar. Ja. Ich hab tatsächlich auch noch ein paar abschließende Slides. Also falls Sie noch eine Frage haben, stellen Sie die gerne. Also ich habe hier nochmal, wie gesagt, den Link für Sie parat. Also g.co/pinpoint mit Ihrer Gmail-Adresse anmelden, damit Sie das Tool auch verwenden können. Wenn Sie Fragen haben, gerne an pinpoint-support@google.com schicken. Dort wird Ihnen auf jeden Fall weitergeholfen. Ansonsten gerne an mich, an nadine@google.com, geht ebenfalls. Wie gesagt, wenn Sie sich nochmal weiterbilden wollen, gucken Sie gerne auf g.co/newstraining zu den verschiedenen Kursen. Informieren Sie sich da gerne auch nochmal. Und ansonsten, wenn Sie Support brauchen für Ihre Redaktion, bei Fragen zu unseren Tools, gerne an newslabsupport@google.com. Und wenn Sie ein Training mit mir organisieren möchten, ist das kein Problem. Melden Sie sich gerne bei mir. Ich freue mich immer über alle Workshops, die ich geben kann, zu verschiedenen Themen, auch zu Pinpoint natürlich. Dann können Sie mir gerne an nadine@google.com schreiben. Ansonsten, wie gesagt, auch mit allen weiteren Fragen helfe ich immer gerne weiter. So, haben wir ansonsten noch eine Frage? Nee, gerade keine Fragen mehr im Chat. Sehr schön. Okay. Das heißt, das ist alles gut erklärt. das freut mich. Für die Kontaktdaten im Chat, in der Präsentation. Ich glaube, das hilft vielen wahrscheinlich auch aus. Ja. Ich möchte mich dann auch noch einmal bedanken für die Präsentation, für die Einführung. Das war super. Ich glaube, das ist auch, wie gesagt, super, wenn man sich einmal reinklickt, dass man das dann alles nachverfolgen kann. Und es ist, glaube ich, einfach ein Tool, was einem unheimlich viel Zeit sparen kann, so wie ich das verstehe. Und neue Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Definitiv, ja. Also probieren Sie es gerne mal aus. Wie gesagt, Sie können auch erstmal mit den Kollektionen, die schon gegeben sind, arbeiten und dann nach und nach beispielsweise auch eigene Dateien mit reinladen. Mhm. Genau. Super. Dann vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch an alle, die noch dabei sind, die die letzten 3 Tage und auch heute zugeschaut haben, die Kommentare geschrieben haben, die auf den sozialen Medien aktiv waren. Wir freuen uns sehr. Jetzt ist der letzte Summit-Tag vorbei und wir hoffen, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Dankeschön nochmal, Nadine. Vielen, vielen Dank, Stella. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Bleiben Sie alle gesund und munter und vielleicht sehen wir uns ja demnächst dann nicht virtuell, sondern wieder persönlich.